Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Bound by Flame. Wir haben in der letzten Folge noch einen Stufenanstieg erreicht. Den mache ich jetzt auch mal eben. Und ich weiß nicht, ob ich den Krieger auch noch ein bisschen mehr ausbilden soll. Ich möchte ihn nicht total vernachlässigen, aber mich stört halt dieses Kämpfen mit diesem Megaschwert. Das ist so langsam. Kann natürlich sein, dass das alles schneller wird, wenn wir hier ein paar andere Sachen auswählen, aber... Es ist alles eher so Widerstände und Wut. Brauchen wir wahrscheinlich Kampfschrei. Es ist irgendwie so, weiß ich nicht. Das Einzige, was mich da interessiert, ist das, aber das ist halt... lediglich in der Kriegerhaltung. Ja, und dass man halt nicht so schnell gehauen werden kann. Das könnte ich mal. Ich könnte mal so langsam diese Sachen auswählen. Und ich nehme das mal. Ich benutze es zwar jetzt nicht so oft, aber wir hatten ja schon jetzt eine bessere Waffe gefunden. Da macht es ja vielleicht auch mal Sinn, ne? Eigentlich wollte ich hier noch den Punkt intensiv. Da fehlt mir halt fehlen mir noch Punkte. Hier fehlt mir auch ein. Das wäre vielleicht eher was. Hier, das wollte ich eigentlich machen, weil wir damit besser... Ja, die nehme ich jetzt als erstes, denke ich. Damit wir die Gesundheit besser ausbauen können. Und hier die Magie. Und das müssen wir uns auch mal genauer angucken. Das hat ja auch irgendwie... Ja. Und hier wird noch irgendwas freigeschaltet, glaube ich. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Auch wenn ich hier ganz gern mit ihm plaudern würde. Aber er will gar nicht mit uns plaudern. Berthof Chambrian. Ganz blöder Name. Die Namen sind etwas seltsam. Dies ist Valvenor. Kein schöner Ort, aber ausreichend. Er scheint der Armee der Todwandler nicht bekannt. Dieses Dorf hat schon bessere Tage gesehen. Vor dem Krieg war es für seine reichen Jäger bekannt, die herkamen, um das Ampelspiel des Sumpfes zu spielen. Heute sind die einzigen Besucher nur Flüchtlinge, deren Anzahl zu groß für die Vorräte des Dorfes ist. Ein kleines Haus der Heilung bietet den Verletzten Unterstützung. Der Ritter hat Mirana sehr gerne, die Heilerin, die das Haus führt. Sieht die Söldnerin das Haus gegenüber? Es war einst eine Taverne, dient aber nun dem Verwalter als Residenz, dem Mann, der das Dorf leitet. Eine sehr große Taverne, bezogen auf die Größe des Dorfes. Vor dem Krieg muss es viele Besucher gegeben haben. Mit ein wenig Glück können wir in dieser Nacht in einem richtigen Bett schlafen. Warum sprichst du so komisch? Ja, das frage ich mich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das unhöflich ist, aber sie ist ja ziemlich gerade heraus. Wieso sprichst du so? Immer in der dritten Person. Die Art, wie Leute sprechen, ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Und ich komme von einem anderen Ort. Der Ritter kommt von dem Kriegsstamm der Al'Gandar und ist stolz darauf. Okay. Was will dieser Verwalter von mir? Der Hauptmann hat dem Verwalter die Dienste der Freien Klingen zugesagt. Der Verwalter wird bestimmt eine Aufgabe für die Söldnerin haben. Verdammter Mist. Ich werde für den Typen die Drecksarbeit machen müssen. Mist. Ich hätte bei dem Rest der Kompanie bleiben sollen. Ja. Ich gehe. Ja. Okay, da unten ist irgendjemand am Feuer. Da glitzert es. Da gehen wir nochmal hin. Ich möchte sammeln. Ich möchte Dinge aufsammeln. Wir können alles gebrauchen.
Ja, ich denke mal, wir gehen mal hier rein. Denn das sollen wir ja auch. Da glitzert auch wieder was. Immer dieses Gegentreten. Ah, hier ist eine Tür. Ah, lauter Kisten, die wir looten können. Toll. Boah. Boah, man muss doch nicht alles gleich kaputt treten. Ah. Sprechen Asael. Schon wieder einer dieser tölpelhaften Flüchtlinge. Hier gibt es nichts für dich. Hallo? Nenne mich noch einmal einen Tölpel und ich werde dein Gesicht als Amboss benutzen. Lasst uns alle ruhig bleiben, ja? Bitte vergebt mir meinen Irrtum. Bei all dieser Aufregung und den undankbaren Aufgaben, die mir bevorstehen, fallen mir oft die Details nicht auf. Also, was kann ich für dich tun? Zeig mir deine Ware. Ach, Gold. So gewöhnlich zu bearbeiten, so wundervoll zu besitzen. Okay, gucken wir da mal, was er so hat. Vielleicht ist da ja irgendwas Schönes bei. Wir haben 223 Gold. Das Ding soll 204 Gold kosten. Eieiei. Elfenkürass. Weniger Gift, aber mehr Magiewiderstand. Plus 11% Rüstung. Minus 2%, weil nicht aufgewertet. Okay. Legionärshandschuhe. Okay. Wir haben ja noch gar keinen Helm, ne? So ein Helm wäre vielleicht mal nicht schlecht für eine bessere Verteidigung. Sieht zwar ein bisschen doof aus, aber... Das können wir auch bei ihm kaufen. Hm? Ich glaube, den Helm kaufe ich tatsächlich mal. Ja, einer reicht mir, danke. Kann ich vielleicht auch was verkaufen? Zum Beispiel Hacker? Schicksal ist ja deutlich besser als Hacker. Und hier haben wir leider nichts. Ja, ich würde natürlich furchtbar gerne diese besseren Waffen haben und auch hier diese... Was würde die denn bringen? 34. Was kostet der? 129. Und wir könnten ihn natürlich auch wieder aufmotzen, ne? Darüber nachdenken. Was wäre denn, wenn wir das hier entfernen? Geht das? Recyceln. Nee, ist nicht. Nee, genau, hier ist gar nichts drin. Das Ding macht, hat... gehört die Brustplatte dazu? Die scheint dazu zu gehören. Wenn wir die rausnehmen... Ich versuche das mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Und jetzt? Ah, du bist zurückgekommen. Was ist dein Begehr? Ja, ich möchte gerne die vollfette Rüstung kaufen, die du da hast. Da. Kaufen? Ja. Verkaufen. Gut. Wir könnten noch mal ein bisschen Material kaufen. Vielleicht ein bisschen verstärktes Leder. Huch! Eben, ja. Verstärktes Metall meine ich. Oh, nicht genug Gold, ja. Ja, wir sollten nichts mehr kaufen. Wir haben nicht genug Geld. Wir rüsten das mal aus. Und
Ja, jetzt kann ich natürlich den Beinschuss greifen nicht, weil uns der Stahl fehlt. Aber das kann man ja ein andermal machen. Dafür können wir aber hier den Larvenschulterschutz, der bringt auch plus 4. Das ist super. Den machen wir mal. Ja. Okay. Können wir wieder nicht. Naja gut, sieht ja schon mal ein bisschen, zumindest ein bisschen voluminöser aus. Da ist auch noch wieder etwas, was wir mitnehmen können. Ein Heiltrank, das ist gut. Heiltränke brauchen wir auch ganz dringend. Darauf geht's in das Gespräch. Ist hier nichts. Auch noch wieder was zum Looten. Noch ein Heiltrank. Das ist, ja, ich bin immer sehr dankbar für weitere Heiltränke. Weil, ne? Das ist auch ein Händler? Nee. Da ist noch eine Kiste. Bevor wir jetzt mit dem... Wow. Ah, Magietrank. Die nehme ich natürlich auch gerne, weil, ne? So. Haben leider immer noch keinen Stahl, den wir bräuchten für, jetzt haben wir Stahl. Haha. Jetzt könnten wir den Beinschutz wieder herstellen. Dann haben wir nämlich nochmal... Ja. Weil, ne? Ich denke schon, dass das Sinn macht. Mit der besseren Rüstung rumzulaufen. In allem, was wir hier so machen müssen. Außerdem sehen wir dann gleich viel beeindruckender aus, wenn wir hier mit dem Chef von der Dianze reden. Da hinten glitzert noch was. Das nehme ich nochmal eben schnell mit. Ah, 17 Gold. Nein. Ja, es ist hier, glaube ich, was größer. Hier können wir auch wieder... Das glitzert noch was. Wir können also hier bestimmt noch mit ein paar Leuten reden. Und hier sind so ein paar Eingänge. Ah. Ja, alles später. Jetzt müssen wir mit ins Rathaus gehen, ja. Mit dem Chef der ganzen Niederlassung sprechen. Dem Dorfvorsteher oder wie auch immer der heißen mag jetzt. Sumpf ist unsere beste Verteidigung. Zum Glück macht das Wildleben keinen Unterschied zwischen den Todwandlern und den Dorfbewohnern. Aber die Situation hier in Valvenor wird zunehmend schwieriger. Und jede neue Flüchtlingswelle erhöht das Risiko, ungewünschte Aufmerksamkeit auf diesen Ort zu lenken. Wenn einer der Späher der dunklen Fürsten das Dorf entdeckt, wird er von hier nicht entkommen, um zu berichten. Das kann ich dir versichern. Außerdem verstärken meine Männer eure Verteidigung. Verzeih mir aber, ihr habt ein paar erhebliche Schwachstellen, insbesondere um das Flüchtlingslager herum. Die Ankunft der Freien Klingen und der Roten Weisen hat unsere Überlebenschancen erheblich gesteigert. Hauptmann, glaube mir, dass ich zutiefst erfreut bin, euch hier zu haben. Unnötig zu erwähnen, dass deinen Männern und den Roten Weisen hier alles offen steht. Aber für alle anderen Neuankömmlinge bleiben die Tore geschlossen. Du musst verstehen, dass unsere Nahrungsvorräte genauso limitiert sind wie unsere Fähigkeit, das Dorf zu verteidigen. Bis ihr hergekommen seid, hatten wir nur eine Person, die sich unserer Wunden annehmen konnte. Und die Sache mit Prinz Arandil lag weit über ihren Fähigkeiten. Und dann ist da noch diese Bestiengeschichte. Bestimmt ein weiteres Märchen eines betrunkenen Spinners. Trotzdem sind einige Wächter verschwunden. Irgendetwas im Sumpf verursacht dieses Verschwinden. Wir können aber keine weiteren Männer auf Patrouille schicken und riskieren, dass sie auch verschwinden. Viele treffen auf Larven, die nicht zu bezwingen sind. Die anderen kommen einfach nicht zurück. Oh, Stille.
Wenn ich jedem Gehör schenken würde, bräuchte ich das Zehnfache an Männern, um jedem Märchen nachzugehen. Genug! Du musst mir dabei helfen. Ich kann es nicht. Dein endloses Gejammer ist unerträglich. Im Namen von Vulkan? Aber was auch immer. Diese Welt ist verdammt. Die Kälte hat sie eingenommen, ihre Seelen und ihr Herz. Trotzdem steht ihr herum und zappelt wie Fische an Land. Krampfhaft versucht ihr, die Illusion von Wärme und Leben zu erhalten und spürt euren letzten Atemzug nicht, während ich euer Gejammer und Klagen ertragen muss. Vulkan, hör sofort mit diesem Unsinn auf! Es ist nicht sie, die spricht. Alles um euch herum zerfällt. Und doch beklagt ihr euch nur über lose Gedärme und Erbrochenes. Ihr könnt die Todwandler nicht bezwingen. Und schon gar nicht ihre Meister, die Nekromanten. Sie ziehen ihre Macht aus dem Weltherz. Sie trinken aus ihm. Sie saugen es leer. Eure einzige Chance ist zu säubern, was ihr selbst verschmutzt habt. Zum Weltherz zu gehen und es aus seiner Sklaverei zu befreien. Das Weltherz ist ein Mythos. Ein vergessenes Märchen. Genau wie Drachen und Zwerge. Ein Mythos. Versteckt euch weiter hinter euren kleinen Barrikaden und ihr seid selbst bald nur noch Mythen und Märchen. Du kannst aufhören. Ich weiß, dass du wieder bei Bewusstsein bist. Was zur Hölle ist passiert? Eben habe ich noch dem Gequatsche vom Verwalter und dem Hauptmann zugehört. Und dann? Und dann hast du die Kontrolle verloren. Weiß nicht. Es ist, als hätte mich etwas in meinem Kopf hypnotisiert, damit es meine Stimme benutzen kann. Aber ich war noch da. Habe gedacht, was ich sagte. Das ist nicht das erste Mal, dass du fühltest, wie sich diese Präsenz manifestiert hat. Nein, es ist seit dem Tempel da. Auch in meinen Träumen, glaube ich. Interessant. Es scheint, als wäre dein Körper im Besitz einer anderen Wesenheit. Und es ist mit Sicherheit ein Feuergeist. Kein Scherz. Ich habe einen Dämon im Kopf. Sowas in der Art. In Wahrheit kann ich nicht sagen, was es ist. Noch nicht. Toll. Immerhin waren es du und deine Gefolgsleute, die das Ding freigelassen haben, richtig? Das hat damit nichts zu tun. Hast du eine Ahnung von den Konsequenzen dieses Vorfalls? Wenn das in ein paar Tagen nochmal passiert, werden sie mich anspucken und Steine nach mir werfen. Ich muss wohl besser aufpassen. Ich fürchte, dass das dein kleinstes Problem ist. Scheinbar hast du nicht verstanden. Das Ding in dir will dir nichts Gutes. Es ist nicht genug Platz in dir für zwei Seelen. Dieser Dämon will deinen Körper. Er wird dich mehr und mehr kontrollieren, bis er dich komplett ersetzt hat. Ha! Du glaubst, mir verlangt nach dem Körper einer Sterblichen? Ich bin hier gefangen. Mein Platz ist im Weltherz. Er wird nicht zögern, dich zu belügen und dir sagen, was du hören willst, damit du ihm erlaubst, dich einzunehmen. Ich habe nie nach diesem Käfig gefragt. Ich habe nie gewollt, jeden deiner Gedanken zu hören. Ich bin es, der überfallen wurde. Er spricht zu dir. Hör nicht hin. Verweigere dich ihm. Wenn du das nicht tust, wird er dich zerstören. Hey, ganz ruhig. Eins nach dem anderen, ja? Ich gehe spazieren. Okay. Das war jetzt merkwürdig. Ich würde sagen, das war auch ziemlich aufschlussreich. Weil Eolas ganz klar der Meinung ist, dass der Dämon oder dieser Feuergeist in uns böse ist und uns natürlich nur benutzen will, beziehungsweise unseren Körper übernehmen will. Der Dämon scheint aber, ich meine,
meine, er sagt zumindest immer wieder, dass er ja kein großes Interesse an unserem Körper hat. Er will ja keinen sterblichen Körper. Aber er will unbedingt ins Weltherz. Und ich weiß nicht, ob das nicht der Knackpunkt ist. Der will nicht unseren Körper, aber der will unseren Körper benutzen, um ins Weltherz zu kommen. Und dass er da vielleicht nicht unbedingt was Gutes anrichten will, das kann ich mir wiederum lebhaft vorstellen. Ich gucke aber gerade mal, wir sind Stufe 8 und wir sind schon fast wieder Stufe 9. Ist das irre? Haben wir eigentlich noch irgendwas bekommen? Gerade, indem wir unsere Sachen aufmotzen können. Wir haben so viele Sachen gefunden eben. Ja, da kann man, glaube ich, nichts. Den rüsten wir mal aus. Einfach nur. Der ist zwar nicht. Ja, man kann den Helm, glaube ich, nicht ausblenden. Müsste ich mal gucken, ob man den Helm ausblenden kann unter Optionen. Manchmal kann man das ja. Nein. Okay. Ja, wir müssen spazieren gehen, weil da ganz schön viel gerade, glaube ich, in unserem Kopf vorgeht. Und das ist ja auch nicht wirklich verwunderlich. Ich glaube aber, ich würde auch gerne mal mit Sybil sprechen darüber. Vielleicht auch nochmal mit Eolas, aber erstmal gehen wir tatsächlich raus. Ich glaube, wir müssen mit ihm auch nochmal reden. Das war ja jetzt doch ein bisschen... Und mit ihm... Wir müssen mit lauter Leuten reden. Das war auf jeden Fall jetzt gerade eine ziemlich seltsame Aktion, die wir da gemacht haben. Ich sehe es aber hinter der Theke blinken. Ja. Ja, gehen wir weiter. Okay, zumindest wird man hier von der KI nicht total blockiert. Nicht wie in Skyrim, wo man am ausgestreckten Arm verhungern kann, wenn die KI nicht will. Geh nochmal hier hoch. Oh, eine ziemlich opulente Kiste. Aber keine... Ich glaube, wir haben jetzt gerade diesen Typen beklaut, aber ist mir egal. Ist mir egal. Ich habe einen Dämon in mir, ich darf das. Irgendeinen Grund finde ich immer, alle Kisten leer zu räumen. Merkt ihr das? Ich glaube, das sind die Elfen. Ich weiß nicht, ob die besonders begeistert sind, wenn wir da jetzt hinlatschen. Andererseits würde ich gerne mit denen reden, aber ich glaube, das machen wir einfach in der nächsten Folge. Die hier ist zwar jetzt noch keine ganze halbe Stunde, aber die letzte war ein bisschen länger und es war ja jetzt gerade am Ende doch eine ganze Menge passiert. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und sag einfach mal, macht's gut, tschüss, ciao und bis dann!